Hi! Hallo! Guten Tag! Sehr schön. Die wischen! Die wischen? Die wischen jetzt mit dem nassen Lappen den Boden auf. Wir sind die erste Garde, die heute die Wischen spielen darf. Die Beta, die jetzt, glaube ich, das ganze Wochenende lang geht. Bis Sonntag. Oh, erst wollte sich gar keiner melden. Ja. Doch. Und auf einmal, außer Jan. Und ich. Und Marco. Und Olli. Und ich. Wollte sich keiner melden. Komischerweise. Ja, ist erst seit heute. Oh, wir sind auf jeden Fall schon mal zu dritt jetzt hier drin. Ja, ey. Das ist doch schon mal gut. Hey, wir spielen es nämlich zu viert, versuchen uns alle auch zu finden, während Jan noch ein paar technische kleine Probleme hat. Ich kann mich nämlich nicht mit dem Internet verbinden. Das ist durchaus ein technisches Problem. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich keine Brille auf habe und irgendwann kriegst wahrscheinlich da vorne. Ja, du kannst dich ja davor setzen. Richtig. Oder aber du kannst meine Brille aufziehen. Nee, ich glaube, das wird nichts. Nee, aber auf jeden Fall sind wir schon im Spiel, wieder zu dritt. Bam, wir haben auch vorhin schon ein bisschen gespielt. Und Olli hat, glaube ich, am meisten von uns allen gespielt. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe am meisten von uns gespielt. Du hast am meisten von uns gespielt. Ich habe nämlich schon 2 Stunden reingelost. Ich habe einfach nur Bock zu spielen. Ich auch. Spielt ihr ohne mich. Ich komme dann einfach, sobald ich meine Probleme... Ja, wir können ja einfach schon mal in-game gehen und nicht viel schnacken, weil ich glaube, man will am ehesten was vom Spiel sehen, nicht von uns. Das ist korrekt. Jetzt! Haben wir auch Sound? Auf wem sind wir drauf? Wir sind auf Nastys Bildschirm drauf. Alles klar. Ich muss hier mal kurz ein bisschen rum... Hallo Captain Tomate. Okay, alles klar, das bin ich. Ich bin Rakim. Ich habe mir einen Rakim gemacht. Ich will keinen Rakim. Du willst nicht Rakim? Was ist mit Jamal? Hallo Rocket Beans. So. Wieso denken alle, dass ich eine Lederhose anhabe? Ich habe keine Lederhose an. Das sieht aber wirklich aus wie eine Lederhose. Das sieht nicht aus wie eine Lederhose. Sieht voll aus wie eine Lederhose. Wie gesagt, Chat ist auch da. Hi. Oh fuck. Sagt Hi zu Chat. Hi Chat. Okay. Hallo, nicht Jan zurücklassen. Wir wollen Jan zurücklassen. Wollen wir vielleicht irgendwie erstmal was Allgemeines darüber erzählen, was hier gerade überhaupt passiert? Bitte. Weil ich glaube, viele Leute, die die Division überhaupt nicht kennen, denken dir das einfach. Können damit, glaube ich, überhaupt nichts anfangen. Vielleicht kann Jan das ja übernehmen, weil der ist nämlich der mega Pro. Und genau. Ich kann ja einfach drüber labern, während ihr euch ein bisschen auf das Spiel konzentrieren könnt. Es ist doch schon. Und was willst du denn? Kurz zur Hintergrundgeschichte. In New York ist ein Virus ausgebrochen. Seit einiger Zeit. Und das gilt es jetzt einzudämmen, mehr oder weniger. Es haben sich verschiedene Gruppen abgespalten. Es gibt die Gruppe zum Beispiel der Cleaner, die sich früher um die Sauberkeit in der Stadt gekümmert haben. Und die sind jetzt irgendwie nicht mehr so gut auf einen zu sprechen und flambieren alles weg, was ihnen in die Quere kommt. Vor allem Infizierte. Vor allem Infizierte. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft, wer sich denen entledigt. Und wir haben jetzt so ein relativ klassisches MMO am Start, wo man vor allem sehr interessanten Kooperativ-PvP-Modus hat, wo man bestimmt gegen Ende unserer Session auch hinkommen werden, den ich sehr gelungen finde, weil das Spiel bietet ein paar grundsätzlich neue Ansätze von Missionsstruktur. Das Loot-System finde ich ganz interessant, vor allem in der dunklen Zone, wo wir hoffentlich hinkommen werden. Dunkle Zone. Die dunkle Zone, ja. Das ist so... Jetzt weiß ich wieder, warum ich keine Spiele auf Deutsch spiele. The Dark Zone. Also ich muss auf jeden Fall erstmal sagen, im Vergleich, was man auf jeden Fall... Oh, das ist eine Ratte. Im Vergleich zum Trailer ist es natürlich... Es sieht normal aus. Normal. Es sieht halt nach einem normalen Ubisoft-Spiel aus. Ja, wobei man aber auch sagen muss, im Vergleich, also Alpha-Beta gab nochmal einen grafischen Sprung. Und ich glaube, Beta-Final wird auch nochmal einen grafischen Sprung geben. Ich glaube, mindestens vielleicht in der Auflösung noch und so. Also ich mag den Boden hier zum Beispiel. Also Reflexion, schön. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, was wir vorhin ja auch ausprobiert haben. Wir müssen übrigens mal zur Operationsbasis. So. Hier, Auto, Scheibe. Schieß mal drauf. Ja, guck mal. Ja. Mit Verzögerung eben gerade, der erste Schuss schon. Und das ist so, sind so Kleinigkeiten, die einen dann eben stören. Ja, aber genauso ist hier, Moment, aber Autoreifen, achten darauf, ich schieße unten rein. Die gehen tatsächlich auch. Und da kommt oben die Luft raus. Ja, aber sorry, das sind so Kleinigkeiten, die einen dann aber auch... Ja, aber mal ganz ehrlich, wenn man denkt, dass so ein Reveal-Trailer, der tatsächlich das finale Produkt sein wird, dann glaubt man auch noch an den Weihnachtsmann. Ich hätte ja ganz gerne Waffe. Aber trotzdem erwartet man natürlich jetzt, gerade von den ersten Trailern, siehe Watch Dogs, wohin die Reise gehen kann. Ja. Wenn man halt... Aber man muss ja auch sagen, das Spiel wurde, glaube ich, 2013 angekündigt auf der E3. Hieß dann, es kommt... Juni 2014 raus. Ja, das stimmt, ja. Dann wurde es verschoben auf Ende 2015. Ende 2015 wurde es nochmal verschoben
auf jetzt 8. März, 6. März, irgendwie sowas. Also man merkt schon, dass sie das Spiel eher ein bisschen delayen und ein bisschen polieren, als es dann auf den Markt zu schmeißen und dann irgendwie, ja, hier frisst, ihr kauft es ja so oder so. Finde ich eigentlich gut. Und ich meine, es kommt ja von Massive Entertainment, das Spiel. Mhm. Die haben aber vorher eigentlich gar nichts mit Shootern am Hut gehabt. Die haben Crowd Control gemacht und World in Conflict, falls euch das noch was sagt. Mhm. Ja. World in Conflict war übrigens mega geil. Das fand ich auch. Und ich finde es schön, wenn da ein neuer Teil rauskommt. So. Ey, Boys, wo hängt ihr denn ab? Ja. Nee, du musst zu dem riesen orangen Kreis. Ja, genau. Ich bin ja schon unterwegs. Folge einfach der orangenen Linie, Nassi. Hat so ein bisschen was an die Steuerung erinnert, einen so ein bisschen an Splinter Cell. Ja, das stimmt. An das Conviction und Blacklist. Vor allem mit diesem Deckungsfeature. Mit dem Deckungsfeature hier, was man gerade bei mir sagt. Wo du auch gedrückt halten kannst, um die Deckung zu wechseln, was ich sehr cool finde. Ich mag das. Man kann aber keine Passanten erledigen. Ja. Oh, bei mir sind aber Gegner. Es gibt ein Feature, was mir sehr fehlt. Und das ist in die Hocke gehen. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Was ist da passiert? Leute, ihr könnt doch nicht ein taktisches Spiel machen, dann kann man sich nicht hinlegen. Also das ist doch... Aber man kann sich wirklich überall hinducken und sowas. Also das ist wirklich nicht das Problem. Aber wie auch Dennis vorhin gemeint hat, hier stehen überall Autos, aber ich kann kein Auto fahren. Ja, aber das vermisse ich ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt mein Gott. Wir sind alle kaputt. Wenn die ganze Straße zugepackt ist, wird es dann nicht dicht durch. Ja, aber hier könnte ich jetzt lang cruisen, keine Ahnung, mit einem Moped oder sowas. Ah, hier ist schon wieder Passant. Wir haben uns übrigens total getrennt. Ne? Das ja, ist ja, deswegen. Das auch. Ich folge gerade der Linie jetzt einfach mal. Ja, ich sehe euch nämlich nicht. Ich bin nämlich schon beim Missionsziel. Ich laufe mal hier so ein bisschen durch die Häuser-Dinger durch. Nassi, folge der gelben Linie. Ich habe keine gelbe Linie. Da ist eine gelbe Linie. Nur noch dem gelben Bubbel. Dem Bubbel? Das ist auch gut. Oh, Moment, wo bin ich? Ach, da ist die gelbe Linie. Da ist Ricket Beans. Hi. Ricket. Hi. Hi. Oh, du hast Gegners. Ja. Das ist auch sowas, worüber sich viele Leute irgendwie beschwert haben, ist, dass man, dass die Gegner so spongy sind, also dass die so viel Kugeln fressen. Das ist aber so irgendwie das Borderlands- und Destiny-Prinzip, was natürlich bei einem realistischen Setting merkwürdiger ist, als wie bei einem Destiny, wo du irgendwie so ein riesen Monster abballerst, wo du denkst, ja gut, da kann es auch mal ein bisschen länger dauern. So. Aber ich glaube, man gewöhnt sich da auch. Also ich mag diesen Doppelsprung nach vorne total gerne. In die Deckung und auch von der Deckung zweimal A. Ach ja, ich bin da zweimal A. Ah, jetzt sehe ich auch die Medikits, die du vorne angesprochen hast. Die hatte ich ja eh noch nicht. Aber wie gesagt, grundsätzlich, Spiel ist halt... Es macht schon Spaß jetzt. Also die ersten, das sind jetzt schon 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann MMO-Features. Naja, MMO. Alter, man kann echt nicht davon Was es gibt halt, von wegen MMO, es gibt halt verschiedene Skilltrees auch. Also es gibt jetzt keine Klassen. Okay. Es gibt jetzt nicht den Tank, den Heiler und den... Hast du nicht gesehen. Aber es gibt drei Trees. Ich glaube, einer ist tatsächlich so ein Medic-Tree, dann einmal irgendwie so ein Tech-Tree und noch einen. Okay. Bei dem man verschiedene Perks freischalten kann, die man sich dann, so aktive Perks, die man sich dann reinballern kann in seinen Charakter. Und die kann man aber auch auswechseln, also man ist nicht festgelegt dann auf einen Perk. Das heißt, ich kann mal irgendwie als Heiler spielen, aber dann kann ich auch irgendwie als Tank spielen. Aber was bringt mir Heiler eigentlich? Also habe ich dann, keine Ahnung, Medipacks bei mir? Du kannst verschiedene Sachen machen. Es gibt so einen Heal, es gibt so einen Sonar, der dann einen Gegner auf der Karte anzeigt und so. Okay. Übrigens liegt hier Loot. Loot? Ich habe eine Korrekturmaske gefunden. Nice. Ist das hier ein Gegner? Nee. Oh doch, es sind Gegner. Hurra! Warum steht er bei mir abgeschlossen, wenn die noch hier umdümpeln? Die waren unwichtig. Und das, der eine mit so einem gelben Balken da drüber, das ist ein Boss oder was? Na, der hat auf jeden Fall hier. Rüstung. Der Pole heißt er. Oh nein, das kann man jetzt ab Level 5 anziehen. Reparaturschoner. Ist halt auch ziemlich krass, wenn man mal irgendwie sich so im Menü rumguckt, was es da für Statistiken gibt und so ein Gedöns. Das ist schon alles sehr extrem umfangreich. Alles also oh fuck, der ist eine Granate. Schön, wie du rausgehüpft bist. Was wir vorhin auch schon gemerkt haben, man kann sich nicht komplett nackt ausziehen. Ja, das ist scheiße. Ich kann gerade nicht in Deckung gehen, warum kann ich das nicht? Ah, jetzt hier. Wo ist Granate? Moment. Ich sehe gerade nichts, weil ich fast am Sterben bin. Alles klar. Ich nehme halt auch ein Medikit. Vibriert das so schön, ne? Hey, wo ist jetzt das Medikit? Hast du gerade gesagt, dann vibriert das so schön? Stirb, stirb, tot, habe ich gesagt. Also auch heute bei Moin Moin hat das schon. Hört auch immer, dass wo bist du denn? Das
Also hier was ist denn der grüne Punkt? Alles Leben. So, der grüne Punkt. Wo seid ihr jetzt wieder? Oh, hier ist noch ein Gegner. Ja, ich bin leider ein bisschen zu spät zur Party. Also bin ich jetzt der Letzte, der hier gegen... Nein, ich bin doch auch noch da. Was denn? So. Ich bin bei euch. Wo seid ihr? Ach, ich da. Bin hier oben. Alles klar. Übrigens, Captain Tomate ist fast tot. Captain der Tomate. Müsste sich mal heilen. Ja, wie denn? Captain Tomate. Rechtes Kreuz. Ja, hab ich. Guck mal, da ist eine Granaten. Ja, dann hast du keine Medipack mehr. Doch, du hast zwei. Ich hab zwei. Guck doch mal nach rechts. Ja, du bist ja da. Falscher Fernseher. Hier, guck mal. Ich drück nach rechts und dann ist das. Oder einfach nur einmal. Ach, ja, einmal. Stirb doch, du Scheiße. Ach so, ich bin immer drauf geblieben. Clever. Sorry, ich will das nicht sagen. Was, Scheiße? Ja. Oh, mein Fernseher ist aus. Oh, das ist gut. Jan bewegt sich und mein Fernseher ist aus. Jetzt ist er wieder an. Wie ist jetzt eigentlich mit dem Loot auf da? Ist es jetzt so First Come? Das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber, den Loot, den man sieht, ist der eigene Loot. Also man kann niemandem was weglooten. Okay. Das Einzige, ja, das sage ich nur noch, nachdem ich euch die ganze Scheiße rausgelootet habe. Einzige, Oliver, einzige. Ja, ich weiß. So, weiß ihn nicht. So, Mark. Umgebaute SMG 9. Sieht doch cool. Das Einzige, was ist, wenn man Kisten findet und man macht die auf, muss man in der Nähe sein, um auch zum Beispiel das Geld daraus zu bekommen. Also wenn ich jetzt eine Kiste finde und ihr seid irgendwo mega weit weg und ich mache die auf, bekomme ich alles und ihr nichts. Ja, das ist aber euch schon öfter so gewesen. Ja. Ein angewinkelter Griff, guck mal, ich habe gleich Mods wird angelegt, indem man das Objekt. Ja, das ist nämlich auch irgendwie sowas, das finde ich auch ganz geil, was man gerade bei Marco sieht, ist, dass man für alle Waffen so Modifikationen findet, die man so Ghost Recon-mäßig an die Waffen dranballern kann. Mhm. Irgendwie neues Visier, neuer Griff. Und dann sieht man auch gleich neues Magazin. Stabilität. Stabilität plus 4. Ja. Cent. Und deshalb, grün ist irgendwie Standard. Es gibt aber auch noch halt blau und episch. Und ich glaube, orange gibt es auch noch. Und es gibt irgendwie lila, aber das sind die Dark Zone-Items. Also es gibt separate Items, die man nur in der Dark Zone bekommt. Und dafür gibt es auch eine separate Erfahrungspunkte. Das heißt, die Erfahrungspunkte, die du in der Dark Zone im PvP sammelst, sind separat von deinem normalen Level. Okay, kann ich aber auch zwei Waffen tragen? Weil jetzt gerade habe ich nur so eine. Aha. Hey, du kannst doch immer drei Waffen. Okay. Ich meine, hier gleichzeitig in der Hand. Guck mal, nehme ich die so. Ach so, du meinst so Akimbo? Ja, klar. Nee, geht nicht. Und dann eine Machete. Oder wir müssen übrigens hier mal reingehen, wo in die denn? Operationsbasis. Ja, dann. Ach, da. Das ist so die. Eigentlich so die Hauptbasis im Spiel, die man auch nach und nach verbessern kann. Mhm. Es gibt so drei Flügel. Es gibt einmal den Medizinflügel und einmal den Sicherheitsflügel und den anderen habe ich vergessen. Oh, mega Echo. Ja. Was sagt denn Chat? Chat! Hi Chat! Ja. Also. Oh, ich dachte gerade, mein Bildschirm geht wieder aus. Wo ist denn Jan hin? Jan versucht, das Internetproblem zu fixen und stößt dann später zu uns. Denn hoffentlich, dass die Kabellage... Ich habe gerade nur im Arsch gehört. Im Arsch. Ja, das aber das war im Spiel. Nun. Ärzte zum Beispiel. Das ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square leitet. Ich finde es halt wirklich so jetzt Beta hin oder her. Jetzt fang nicht wieder mit der Grafik an. Das habe ich heute schon den ganzen Tag gehört. Das macht mir das ganze Spiel kaputt. Das macht das Spiel gar nicht kaputt. Das macht mir das Spiel kaputt. Schröck hat gesagt, ihn stören die ganzen bunten Anzeigen. Ja, dann kann man sie ausmachen. Das komplette Interface kannst du so anpassen, dass du gar nichts mehr siehst. Dass du nur noch den Spieler siehst. Du kannst alles ein- und ausstellen. Ich hasse auch, dass man diese Dinger nicht überspringen kann. Oder? Kann ich? Ja, kann man wahrscheinlich. Überspringen doch, kann man halten. Okay, wir sind einfach nur dumm. Ja, ich nicht. Okay, nur Marco ist nicht dumm. Clever. So. Ich bin so verwirrt. Wo läufst du denn da gerade eigentlich rum? Ich will looten. Ich will irgendwas looten. Du kannst hier nichts looten. Wieso kann ich hier nichts looten? Wo seid ihr denn? Da oben oder was? Ja, du kannst hier jetzt erstmal nur gucken, was hier so für Händler rumstehen. Hier sind überall Quests. Ah, guck mal, das sind alles Quests. Ich bin dem grünen Dödel gefolgt. Du bist dem grünen Dödel gefolgt? Ich weiß gar nicht, wo ihr seid erstmal. Ich glaube, wir laufen gerade alle nur so ein bisschen. Klassisches MMO. Wo seid denn ihr? Ja, lass uns doch da treffen. Ich gehe immer zu den Ausrufezeichen. Ja, da war ich doch gerade. Und lade Dinge hoch. Das kann ich nämlich. So, irgendeiner ist aber eine Quest. So, ich nehme mal auch eine Quest an. Hochfahren. Würde mal interessieren, ob man Quests teilen kann. Also, das sind aber keine Quests hier. Da macht es dann einfach nur jetzt die Mission. Ach so, okay. Es gibt leider nur eine Hauptmission in der Beta. Okay. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch ein paar Nebenmissionen. Lager öffnen. Ich finde es sehr interessant, dass sie häufig dieses HUD geändert haben vom Overlay. Am Anfang war es ja so an der Uhr und man musste dann aber sehr viel durchscrollen. Das haben sie jetzt, leider sieht es jetzt ziemlich normal aus, aber es ist einfacher. Aber es ist funktionabler auf jeden Fall. Ja, sieht halt nicht mehr ganz so schick aus. So,
Lass uns mal irgendwo treffen. Ich habe gerade vor die Tür. Ich kann leider nicht. Das ist eine Cutscene? Cutscene? Oh, ich hänge hier fest. Ja, genau, da kommt sie dann. Wo? Nein, da. Wenn du vor die Tür gehst. Hier. Aber ich hier mag jetzt den Schwierigkeitsgrad von dem Spiel. Der ist angenehm fordernd. Ich jetzt hier vor die Tür? Spreche erstmal mit allen. Mit wem? Oh, ich probiere es einfach mal. Oh, und er suche hier den Flügel. Wir holen sie zurück. Bin nur gespannt, ob so patriotisch übertrieben wird. Glaube ich nicht. Soll ich auf dich warten? Ich habe jetzt jeden Flügel untersucht. Und jetzt muss ich sie am Eingang treffen. Ich war einfach nur, da war ich wieder dumm. Wir treffen uns einfach vor der Tür. Okidoki. Okay, ich gucke mir jetzt diese Cutscene auch nochmal an, weil ich sie so wunderbar... Schnell, lass die, lass schnell weg. Ja, okay, ich bin dabei. Okay, aber nein, ich bin ja clever und überspringe die Cutscene. Oh nein! Schummel. Schummel, Marco. Schummel. Okay. Seid ihr nicht wieder? Olli, wo bist du? Lass mal woanders treffen. The Division hat etwas von The Last of Us. Was? Schreibt Gamer 5795. Nee. Es hat was von Destiny trifft Borderlands trifft. Borderlands? Ja, gut, ein bisschen. Trifft Tom Clancy irgendwas. Splinter Cell. Ja. La-di-da, la-di-da, la-di-da-di-da. Hallo! Hello! Sollen wir die Mission auf schwer machen? Ja, voll schwer, hardcore. Nee, komm, wir machen sie lieber auf normal, was? Rakim hat richtig Bock. Wie siehst du denn eigentlich aus, Nassi? Zeig mal dich. Lass dich ansehen. Du hast einen Kurzhaar. Übrigens, geht schon los. Oh. Ihr müsst nicht euch selbst angucken, ihr müsst jetzt hier reingehen. Oh, ich wollte schauen, wie ich aussehe. Distanzierter Bereich. Okay, so, und das soll ich jetzt annehmen? A. Ich drück A. Ich sag abwählen, ich sag wählen. Okay, und jetzt? B. Okay, bin ich drin. Komm einfach mit. Ich komm einfach jetzt rein. Stark. Checkpoint. Ach, das. Ratatatatatata, wer? Ah, die ist super stabil, die Waffe. Die gefällt mir. Hast du die MP5 oder was? Ich habe halt eine modifizierte MP5. Ich habe ja vorne eine doppelläufige Strohfinde gefunden. Nachladen. Aber die habe ich jetzt nicht mehr, weil wir den Charakter nochmal neu machen müssen. Ah, alle. Oh, was macht denn der Dödel hier vorne? Oh, was? Captain Tomate. Captain Tomate, du rennst voll in gar nicht. Leroy. Jenkins. So, aufgeräumt. Weiter geht er. Doch mal hoch, ne? Ach man, die ganzen Knöpfe sind anders hier. Das ist so natürlich schwierig. Die Steuerung, das Gamepad. Ja, wenn du immer nur mit PlayStation-Controller spielst, ach, hier, ach, nee, hab ich ganz übersehen. Hi. Verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. So. Ich nehme mal doch wieder ein fettes Gewehrchen, meine MP5. Oh, ich wollte aber. Nein, ich bin drin. Ich mag immer kein Knöpfchen. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Wir müssen oben durch die Tür gehen. Wo? Sehr rechts. Hier. Hier. Ich will die Tür aufmachen, hallo. Ich lade nur nach. Okay, hier hoch. Ja, guck mal, die Lichteffekte sind doch schön. Leute oben in einem das Restaurant. Du müsst gleich mal in die Werbung, glaube ich. Bei der nächsten Tür. Meinst du, weil da etwas rot blinkt, wo Werbung draufsteht? Wir sollten einfach hier warten, nämlich hier kommt eventuell ein Geballer. Oliver. Ja, ich komme ja. Oliver. Nein. Oliver, jetzt hallo, stopp. Schluss. Jetzt, stopp. Wir okay, stoppen stopp. Alle. Halt, stopp. Jan, wie sieht's bei dir aus? Gut anscheinend. Ich sehe Diagnose, es drahtlos, sieht nicht verbunden. Aus. Schmächtig. Schmächtig, okay. Ja, ich versuche das jetzt noch irgendwie zu lösen. Ich sehe schmächtig aus. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Werbung und sind gleich wieder da mit The Division und mit euch. Yes. Kauft euch Produkte. Produkte.